Einen schönen Abend und wir beginnen in einer aufrechten Sitzhaltung. Beginnt die Augen zu schließen. Seht ganz bewusst das Sehen nach innen. Vielleicht seht ihr noch einmal mit geschlossenen Augen den Raum, in dem ihr seid. Vielleicht könnt ihr ihn noch sehen. Und dann spürt diesen Raum um euch. Dann kommt über den äußeren Raum zu eurem physischen Körper. Spürt die Grenzen, wo euer Körper den Raum berührt oder einnimmt. Ihr nehmt wahr, dass es Raum über euch, hinter euch, vor und unter euch geht. Dann spürt ihr euren physischen Körper, die Form, die ihr gerade habt, und entspannt euch dorthin. Atme ein paar Mal tief ein und aus, gerne über den Mund. Gib Spannung ab, lass den Körper ruhiger, schwerer werden. Erdet euch. Wandert von der äußeren Form des Körpers innen nach innen hinein. Was könnt ihr innerlich wahrnehmen? Wie fühlen sich dort die Räume an? Eure Energie spüren. Und für die nächsten Momente schickt den ganzen Fokus zur Atmung. Beobachtet ihn. Nehmt wahr, wenn ihr ihn ganz natürlich fließen lasst, wo es sich zeigt im Körper. Spüre ihn stärker im Bauchraum, Brustraum. Und vielleicht nehmt ihn stark über das Nasenlöcher, über dieses Einatmen. Beginnt eure Wirbelsäule ganz bewusst zu spüren. Der Körperrückseite die Wahrnehmung zu halten und baut langsam Ujjayi an. Zieht sie tief aus dem Bauchraum, über Bauch, Brust in die Schulterspitzen. Den ganzen Weg nach unten. Beginnt Mula Bandha mit zu aktivieren. Und
ist die Atmung ganz natürlich Mulabandha mit integriert. Wir können es nicht ständig in ganz starke Spannung halten, immer in so einem sanften Pulsieren, manchmal stärker, manchmal intensiver. Spürt für euch, kann ich Mulabandha aktiver in der Einatmung mitnehmen oder in der Ausatmung? Dann beginnt auch Uddiyana Bandha mit zu integrieren. In jede Ein- und Ausatmung ein sanftes Aktivieren. Vielleicht in der Ausatmung mehr den Unterbauch leeren und dort die Kraft, wie so ein Flügel, der uns nach oben zieht, die Kraft, die uns beflügelt. Und Mula Bandha so als Gegenzug, als Erde nach unten. Den Atem Bandhas fließen und lasst ausatmen, das Kinn zur Brust gehen. Und wir gehen in die Bewegung und sanft unten. Und einatmen, Wirbel für Wirbel nach oben öffnen. Bewusst die Schultern zurückrollen, Brustbein und Blick anheben. Und ihr macht das noch zweimal in eurem Rhythmus. Wenn die Augen geschlossen sind, Bandhas Atem, Bewegung, ineinander fließen, zusammenspielen. Sehr, sehr gut. Dann kommt langsam alle in eine ganz gerade, aufrechte Haltung und bringt die Fingerspitzen seitlich vom Körper. Ihr öffnet die Augen, drischt die Nase. Atmet ein, werdet größer, hebt die Arme an, der Blick folgt, streckt euch lang. Und dann ausatmet, zieht die Arme erst wirklich in die Weite und dann nach unten, aktiviert Uddiyana. Drischti geht mit, über die Nase einatmen, Richtung Handflächen oder Daumen. Und ausatmen, langsam wieder absenken auf die Nasenspitze. Wir vereinen schon vier Sachen. Atem, Bandhas, Drishti und Bewegung. Sehr, sehr gut. Das nächste Mal, wenn ihr nach oben geht, bleibt ihr. Und wenn ihr ausatmet, senken wir nur auf Schulterhöhe ab. Die Arme. Sehr, sehr gut. Jetzt öffnen wir die Handflächen, rotieren die Schultern schön nach außen. Und verschränken dann so mit dieser Öffnung die Hände hinter den Kopf. Sehr gut. Atmet ein, wir ziehen langsam nach rechts, die Schultern sind geöffnet und in der Ausatmung kommt ihr wieder ganz gerade zurück. Werdet größer, einatmen nach links, beide Sitzbeinhöcker erden und ausatmen zurück. Wir wiederholen das, nur dass die Arme jetzt mit in die Diagonale öffnen, die Handflächen zeigen zur Decke. Dann kommt ihr wieder zurück. Schaut, dass die Schultern immer in einer Außenrotation bleiben. Die Handflächen zeigen nach oben. Jede Seite noch einmal. Versucht die Ellbogen ganz zu strecken. Bis in die Fingerspitzen, die Länge. Sehr gut. Ein letztes Mal. Und dann bleiben wir links. Die Fingerspitzen kommen nach oben. Innenrotation der rechten Hand in der Schulter. Dreht nach vorne die Schulter und dann öffnet, Außenrotation. Sehr gut. Spüre die Schulter, dreht sie nach innen und wieder auf. Bleibt hier, bringt die Hand wieder am Hinterkopf. Atmet ein, öffnet zur Decke diagonal und dann ausatmet zum linken Knie in so einem Twist. Und das wiederholt ihr noch zwei. Spürt die Schultern rollen, zurück öffnen. Und wieder in den Twist, leert euren Bauch. Gut. Letztes Mal haltet hier und dann kommt wieder zur Mitte.
Wir wechseln zur anderen Seite. Die linke Hand kommt am Hinterkopf. Wir öffnen wieder, atmen ein und dann zum rechten Knie. Schaut mal, wie rund ihr werden könnt. Ja, auch der Kopf geht mit in die Bewegung. Ihr streckt euch lang und dann Kinn zur Brust, ganz rund. Genau. Sehr gut. Letztes Mal, bleibt hier. Kommt wieder ganz gerade nach oben. Greift nochmal mit beiden Händen am Hinterkopf. Einatmen, streckt euch, öffnet das Brustbein. Spürt, dass die Ellbogen wirklich öffnen. Und dann zieht nach vorne und haltet hier den Atemzug. Dass ihr den ganz bewusst euren Nacken hin zum Brust. Und ihr spürt ganz genau zu eurer Halswirbelsäule. Macht ihr noch einen tiefen Atemzug. Und dann kommt ihr sitzen zurück und spürt kurz nach. So, primär die Wahrnehmung zur Wirbelsäule zu lenken. Gut, und dann langsam finden wir von hier in den Vierfüßlerstand. Könnt nach vorne greifen. Sehr gut. Stellt eure Zehen um, sodass ihr ein bisschen Dehnung habt in den Zehen. Genau, und spreizt ganz bewusst eure Finger auf. In der nächsten Einatmung öffnen wir Brustbein, Schultern und Blick. Und in der Ausatmung leert ihr euren Bauch und rundet die Wirbel. Schafft mehr Raum und Platz. Schließt die Augen und wiederholt die Bewegung ganz langsam. Spürt einmal die Körpervorderseite, die sich streckt, das Kinn hin zur Decke an. Und dann leert euer Bauch. Alles zieht zusammen. Ein letztes Mal. Und diese Rundung kommt ihr dann in eine neutrale Position. Gelegt, meine Beine so. Ihr lasst euch einmal in die Schultern hineinsinken. Und dann ausatmen, stützt euch heraus. Leert euren Bauch und werdet größer. Sehr gut. Und noch zweimal. Spürt den Unterschied. Lasst euch hineinsinken. Findet die Kraft im Bauch und hebt euch heraus. Sehr schön. Letztes Mal. Bleibt hier und versucht jetzt nur euer Becken kreisen zu lassen. Der Rest bleibt ganz ruhig und in Position. Ab dem Nabel beginnt die Lendenwirbelsäule. Spürt das Becken, die Sitzbeinhöcker und euer Steißbein. Ihr bringt sanfte Schwingung hinein. Atem, gibt das Tempo und den Rhythmus. Die Augen schließen und in die Gegenrichtung kreisen. Und jetzt lasst einfach den Rest der Wirbelsäule mit in die Bewegung gehen. Die Brust, Halswirbelsäule und der Kopf nehmen diese Bewegung des Beckens auf und ihr geht mit. Ihr versucht, gefühlt jeden Wirbel zu mobilisieren. Den Kopf mitzunehmen, ganz locker zu lassen. Sehr gut. Und dann findet langsam wieder in eine neutrale Position. Hebt euch gut aus den Schultern heraus, leert euren Bauch und dann lasst eure Knie schwingen. Sehr gut. Atmet ruhig weiter, der Scheitel zieht nach vorn und die Wurzel der Wirbelsäule, das Steißbein, ziehen in die Gegenrichtung. Wenn ihr in den Schultern in die hineinsinkt, dann hebt euch wieder heraus, findet die Kraft im Untergrund. Noch zwei tiefe Atemzüge.
Und dann langsam öffnet die Kniematten breit und lasst euch in so ein weites Kind hineinsinken. So weit wie möglich auch das Gewicht des Kopfes abgeben. Ruhig die Arme ein bisschen weiten, damit die Schultern jetzt entspannen können. Den letzten tiefen, erdenden Atemzug. Und einatmen über den Hüftstand. Dann ausatmen in die Faustspitzen. Lasst den Blick gleich zu euren Füßen gehen und bewegt sie durch. Abwechselnd beugen und strecken, gut. Ihr könnt auch in kreisende Bewegungen gehen, um die Fußgelenke mehr Mobilisation hineinzubringen. Genau. Das könnt ihr auch mit den Knien und Hüften machen. Genau. Also wirklich das Gefühl habt, ihr spürt euren Körper gut, ihr spürt die Verbindung. Von der Wirbelsäule in beide Richtungen. Und dann langsam werdet ruhiger hier, sodass nur noch die Atmung die intensivste Bewegung im Körper ist. Spürt die Form der V-Stellung, diese erdende Position. Gut. Und dann wandert mit langsamen Schritten nach vorn zu den Händen. So dass die Sitzbeinhöcke immer schön weit zur Decke heben und dann greift eure Ellbogen. Lasst den Scheitel den Kopf ganz schwer nach unten ziehen und biegt den Körper von links nach rechts. Aktiviert eure Fußsohlen, verwurzelt sie nach unten, sodass auch jetzt nichts aus dieser Erdung hinausbringt. Dann löst eure Arme, Kind zur Brust, schließt die Augen und rollt Wirbel für Wirbel auf. Lasst euch Zeit. Und dann nehmt eure Aufrichtung wahr. Nehmt die Hände zum Herzen. Und dann spürt wieder den Raum, in dem ihr seid. Indem wir jetzt die Sonnengrüße machen. Wir atmen tief ein. Atmet nochmal ein und hebt die Arme weit zur Seite an. Der Blick geht Richtung Daumen. Werdet größer. Ausatmen in die erste Vorbeuge und wir greifen alle zu den Schienbeinen. Einatmen, halbe Vorbeuge, zieht die Schultern zurück und dann ausatmen, schließt und wir wiederholen das. Hände auf die Schienbeine, einatmen, öffnen, streckt euch lang, das Brustbein öffnet, Bauchdecke zieht nach innen und schließen. Gut, letztes Mal. Und dann ausatmen, greift in die Matte und kommt in den Stütz. Haltet dort und versucht die Form zu spüren. Versucht eine Linie zu schaffen. Genau, sehr gut. Ein bisschen mehr alle aus den Schultern herausheben. Gut, und dann kommen wir über die Knie langsam in Bauchlage. Legt die Stirn ab, nehmt euch dort einen Atemzug. Und dann dreimal in eine kleine Kobra. Rollt die Schultern zurück, die Ellbogen ziehen nah an den Rippenbögen und der Blick geht an. Ganz fließend in jeder Einatmung öffnen. Und ausatmen. Beim dritten Mal versucht mehr die Beine zu aktivieren. Und dann kommt in die V-Stellung zurück.
Wir haben hier drei tiefe Atemzüge. Ihr könnt euch noch einmal durchbewegen. Sonst findet Ruhe. Dann atmet vollständig aus. Und dann steigen wir rechts einen weiten Schritt nach vorne. Die Hände zum Mattenrand. Wir lösen das linke Bein. Gut. Und dann kommen wir alle auf die Fingerspitzen. Versucht den unteren Fuß gut zu erden. Schafft ein bisschen mehr Höhe. Und dann schließt gleichzeitig das Bein und öffnet den Brustkorb. Halbe Vorbeuge. Einatmen. Uttanasana. Ausatmen. Uttanasana. Einatmen, aufrichten, Urdhvastasana. Und dann ausatmen, Samasthiti. Atme gleich wieder ein, zweiter Sonnengruß. Bauch leeren und in die Matte greifen. Jetzt versucht die Öffnung genauso intensiv wie vorher. Schafft Länge, zieht die Schultern zurück und stützt. Wir halten noch einmal im Stütz. Und jetzt versucht auch hier eure Beine gut zu aktivieren. Dass nicht nur die Schultern das Gewicht tragen. Wenn wir jetzt tief gehen, versucht im Ausatmungszyklus ganz gestreckt auf der Matte abzulegen. Wie ein Brett. Sehr gut. Bei der nächsten Einatmung gehen wir langsam in eine Kobra. Und wer jetzt die Hände strecken möchte, der streckt nach oben in den aufschäumenden Punkt. Gut. Haltet einen Atemzug. Starke Arme. Findet die Kraft im Unterbauch und ausatmen. Abschieben. Schließen hier die Augen. Spüren alle vier Punkte auf der Matte. Baluko, du kannst vielleicht wieder in den abschauenden Mund gehen, wenn du möchtest. Sehr gut. Nutzt eure Handflächen, eure Fußsohlen. Und jetzt, auch wenn wir nach vorne steigen, mit dem linken Bein, nützt eure Hände, nützt eure Füße. Langsamer Schritt, Hände zum Mattenrand. Rechtes Bein hebt ab. Sehr gut. Und wir versuchen von hier gleichzeitig die Beine zu schließen und den Oberkörper zu öffnen. Einatmen, halte Vorbeuge. Und ausatmen, Uttanasana. Einatmen, aufrichten, werdet größer. Drückt in die Fußsohlen und aus. Schließt die Augen, jeder für sich einen Sonnengruß. Jeder in seinem Tempo, in seiner Variante. Ihr macht nur ein, zwei Atemzüge und den ganzen Weg nach vorne mit geschlossenen Augen. Ihr könnt die Variante wählen, wo ihr ein bisschen haltet, wo ihr ein Bein in die Luft bringt oder ganz normal. Versucht zu spüren, was ihr tut. Der schon in Samasthiti ist, der versucht, seine Beine gut zu verwurzeln. Mula Bandha, Uddiyana Bandha sind aktiv. Schultern rollen zurück und ihr löst eure Fersen. Die Fingerspitzen ziehen nach unten zu den Füßen und ihr zieht den Körper auseinander.
Sehr gut. Werdet hier größer. Und dann hebt langsam die Arme an. Versucht die Arme als Gegenzug zu sehen. Die Füße verwurzeln, die Arme strecken. Und dann ausatmend. Beugt die Knie und schwingt die Arme nach hinten. Und das wiederholen wir. Einatmen, streckt die Knie, löst die Fersen. Spürt die Finger und dann ausatmen, Kniebeugen. Letztes Mal. Kommt nach unten. Bleibt tief. Schwingt die Arme nach oben. Der Blick hebt an. Gut fassen. Eine Einatmung noch. Und dann ausatmen, Vorbeuge. Halbe Vorbeuge. Und wir steigen nur rechts einen weiten Schritt zurück. Und legen das Knie ab. Stützen die Hände ein in der Hüfte und dann richtet euch hier langsam auf. Jetzt spürt mal zur Körperrückseite. Die Schultern sind über dem Becken. Gut. Und dann hebt die Arme über die Seite an und wir finden uns wieder in der Position, wo die Hände am Hinterkopf sind verschränkt. Sehr gut. Öffnet die Schultern, öffnet die Ellbogen und in der nächsten Einheit schiebt ihr nach vorne mit dem Becken. Öffnet die Arme bleiben, genau. Und dann ausatmen, kommt ihr wieder zurück. Lasst euch ein bisschen sinken, snappen. Genau. Ihr müsst nicht so weit in eine Rückbeuge gehen, aber ihr habt die Öffnung in den Schultern. Genau. Gut. Und wir gehen noch einmal. Ganz gerade zurück. Werdet größer und dann ausatmen, drehen wir uns nach links. In so eine kleine Einatmen und ziehen den rechten Ellbogen zu den Knien. Und dann kommt ihr wieder zurück. Drückt aktiv in den linken Fuß. Und das wiederholen. Leiten Twist. Genau. Versucht nicht kleiner zu werden. Und nochmal, in den Twist. Dann kommt zurück und greift mit der rechten Hand aufs linke Knie und dreht euch auf. Schiebt den linken Arm gegen eine Wand nach hinten, streckt ihn, sodass ihr ganz im Twist seid. Den linken Arm öffnet. Sehr gut. Spürt die Drehung. Und dann ziehen den einen Bogen über hinten nach vorne. Gut, und dann greift langsam nach unten für ein Vinyasa. Wir treffen uns in der V-Stellung und ruhen dort drei tiefe Atemzüge. Schließt die Augen und lauscht eure Ujjayi-Atmung. Ist die Atmung noch mit den Bandes verbunden? Und fließt sie gleichmäßig ein wie aus. Gut. In der nächsten Einatmung hebt das rechte Bein zur Decke. Ihr beugt euer Knie und zeichnet zwei langsame Hüftkreise. Hier ist meistens ein Moment, wo man gerne in die Schultern sinkt. Schiebt euch zurück zu den Füßen oder zum linken Fuß und dann kreist in die Gegenrichtung. Ihr genießt diese Bewegung in der Hüfte. Gut. Und dann streckt das Bein noch einmal zur Decke. Ihr könnt die untere Ferse lösen, noch höher kommen, auf die Zehenspitzen. Gut. Und dann kommt das Knie zur Nase. Hebt euch auch hier aus den Schultern heraus, hebt
Schafft euch mehr Raum, sehr gut, Lisa. Und noch einmal, einatmen, schiebt das Bein zurück. Und dann macht einen weiten Schritt. Hände zum Mattenrand, das linke Bein löst wieder. Jetzt wandern wir ein kleines bisschen näher mit den Händen. Und wer sich vorstellen kann, so ein bisschen die Fingerspitzen zu lösen oder so ein paar, vielleicht bleiben dann nur noch ein, zwei Finger am Boden, probiert das. Findet die Kraft. Aktiviert eure Beine. Sehr, sehr schön. Sehr gut, Stefanie. Einatmen. Gleichzeitig Beine schließen, Oberkörper öffnen. Atmen lassen. Ausatmen. Aufrichten. Wir gehen in die Knie. Utkatasana. Und ausatmen. Samasana. Schließen auch hier einmal die Augen und spüren an. Körper wird ganz ruhig. Ich spüre die innerliche Bewegung der Atem. Dann öffnen wir langsam wieder die Augen. Und wir gehen alles nach links. Atmet ein, hebt die Arme an, löst eure Fersen. Dann ausatmen, setzt euch tief, schwenkt die Arme nach hinten. Gut, einatmen, werdet größer. Die Bahn, das Ziel nach innen, ja, wir gehen nochmal auf den Spitzen. Und jetzt versucht euch so tief ihr könnt nach hinten zu setzen. Auf einer ganz tiefen Sessel. Ein letztes Mal. Und tief setzen. Bleib tief. Schwingt die Arme wieder hoch. Utkatasana. Haltet den Blick und bleibt. Setzt euch weiter nach hinten. Gut. Einatmen, Blick annehmen. Und Vorbeuge. Einatmen, wieder öffnen. Dann links einen langsamen Schritt zurücksetzen. Und das Knie absenken. Hände einstützen und aufrichten. Versucht doch wieder hier jetzt circa zwei rechte Winkel zu spüren und die Schultern über dem Becken. Atmet ein, hebt die Arme an, verschränkt sie hinter dem Kopf. Bleibt hier in den Atemzug, öffnet Schultern und Ellbogen. Gut, und dann wieder viermal. Einatmen nach vorne, zieht das Becken, sinkt ab. Und ausatmen zurück. So bewegen wir die über das Becken nach vorne zu schieben. Ihr spürt, ihr braucht die Bandas als Gegenzug, gerade wenn ihr in die Rückbeuge geht, vor allem Uddiyana Bandha. Gut, noch ein letztes Mal. Dann kommt ganz zur Mitte zurück. Atmen ein und ausatmen in den Twist. Einatmen, wir beugen zum linken, entschuldigt zum rechten Knie und richten uns wieder auf. Gut, aktiver rechter Fuß. Ein letztes Mal. Dann kommt wieder nach oben, linker Arm zum rechten Knie nimmt. Versucht euch wirklich hier mehr zu öffnen, diesen Griff zu nutzen, um euch mehr aufzudrehen und dann schiebt den Arm von euch weg. Vielleicht könnt ihr spüren, dass die Schultern in einer Linie sind. Und dann zieht diesen Kreis. Über hinten, oben, nach vorne und fließt in einen Mund. Zwei tiefe Atemzüge. Gerne die Augen schließen. Und die ganze Form eures Körpers wahrnehmen.
Such mit jedem Atemzug mehr Harmonie und Symmetrie hineinzubringen. Dann atmet ein, hebt das linke Bein. Beugt das Knie und wir zeichnen die weiten Hüftkreise. Zweimal in eine Richtung. Spürt, wie ihr, ja, das Gewicht zu euch automatisch, das in die Schultern hineinhängt. Schiebt euch aktiv zurück als Gegenzug. Genau, gut. Streckt das Bein noch einmal hoch. Löst die untere Ferse, dass ihr wirklich wie in so einem Spagat seid. Und dann zieht das linke Knie zur Nase. Haltet dort und auch weg von den Schultern. Hebt euch heraus. Einatmen, nochmal das Bein lang nach hinten, dreibeiniger Hund. Und dann den weiten Schritt auch hier. Raum in den Schultern. Hände zum Mattenrand, das rechte Bein löst. Ihr könnt euch wieder spielen, mehr auf die Fingerspitzen kommen, vielleicht ein paar lösen oder sogar die ganzen Hände. Ja. Drückt in den unteren Fuß. Uddiyana Bandha. Und dann gleichzeitig einatmen, Beine schließen, Oberkörper öffnen. Und ausatmen, schließen. Einatmen, tief setzen, Utkatasana. Und ausatmen, Samasthiti. Einen Moment die Augen schließen. Öffnen wir die Augen. Und in der nächsten Einheit macht man einen weiten Schritt für Uttita Parshvakonasana. Einen ganz weiten Schritt nach rechts. Rechter Fuß dreht und ihr setzt euch erstmal in einen Krieger 2. Ja, die Arme öffnen für Krieger 2. Blick über die rechte Schulter. Und jetzt lösen wir die rechte Ferse. Aktiviert mehr den hinteren Fuß, dass ihr mehr Gähner seid. Und dann senkt die Ferse ab und verschränkt wieder die Hände hinter dem Kopf. Gut. Einatmen, wir gehen zum rechten Knie. Und dann kommt ausatmen zur Mitte. Einatmen, wir ziehen in die Gegenrichtung nach links. Sehr, sehr gut. Und zur Mitte zurück. Wir wiederholen das mit einer kleinen Variation. Wir kommen einatmen zum rechten Knie. Und jetzt öffnet die Arme und streckt das untere Bein gleichzeitig. Und dann kommt wieder zurück. Und das wiederholt ihr noch einmal. Versucht das rechte Bein zu strecken, die Arme zu öffnen. Wir bleiben in dieser Drehung unten. Der Oberkörper hebt nicht an. Und dann wechseln wir in die Gegenrichtung. Ihr streckt das rechte Bein, die Arme öffnen. Genau, und zurück. Und noch einmal. Sehr gut. Dann kommt zur Mitte zurück. Krieger 2 und streckt das rechte. Wir verschränken die Hände in der Hüfte. Schultern rollen zurück. Einatmen, öffnen. Und ausatmen. In die Grätsche nach unten greifen zu den Füßen. Halb öffnen, Oberkörper. Zuerst zieht die Bauchdecke nach innen und dann schließt der ganze Körper und der Scheitel zieht zur Matte. Drei tiefe Atemzüge bleiben. Spürt, wie euer Kopf anscheinend ein Gewicht hat, das euch mehr nach unten zieht und gleichzeitig zieht die Schultern in die Gegenrichtung, nach hinten, unten in die Schulterblätter. Einatmen, wir öffnen. Ausatmen, greift in die Hüfte.
Einatmen, wir richten uns ganz auf, strecken die Arme und wir drehen den linken Fuß und setzen uns in Kriegerzahl. Linke Ferse löst und ihr aktiviert mehr die Außenkante des rechten Beins. Gut, wir gehen nochmal in diese Variation hinein. Verschränkt die Hände am Hinterkopf. Der Oberkörper bleibt die ganze Zeit gerade. Einmal ziehen wir nach unten zum linken Knie. Kommt ausatmen zu mir. Und einmal ziehen zum rechten Bein. Genau, und ihr kommt zurück. Das nächste Mal, wir gehen nach unten, streckt ihr das linke Bein, der Oberkörper bleibt und nur die Arme verlängern, strecken. Und ihr kommt wieder zurück. Und noch einmal, streckt das untere Bein, streckt die Arme gleichzeitig, sehr gut. Kommt zurück. Wir gehen in die Gegenrichtung. Öffnet nach hinten, streckt das Bein, streckt die Arme, Rückbeuge. Gut, und setzt dich wieder. Und noch einmal. Sehr, sehr gut. Dann kommt den Krieger 2 zurück. Und den anderen nächsten. Zwei tiefe Atemzüge. Gib Gewicht ab, gib Spannung ab, erdet euch. Gib einatmen wieder das rechte Bein. Ganz hoch nach oben. Ihr könnt gerne die untere Ferse lösen. Starke Arme. Und dann macht einen weiten Schritt nach vorne. Gut, bleibt hier. Die Hände in die Hüfte einstützen und aufrichten. Wir gehen zu den Highland. Lass das Steißbein nach unten sinken und hebe die Arme. Atmet ein, schiebt euch ganz diagonal nach vorne über den rechten Oberschenkel. Und in der Ausatmung schwingen die Arme nach hinten. Und das wiederholen wir. Einatmen, Länge. Gut. Und aus. Bleibt hier, beugt das hintere Bein. Und jetzt versuchen wir in einen Krieger 3. Linkes Bein löst die Arme, zieh nach hinten. Findet Balance. Ja, gut. Ja, gut, Angelika. Bisschen mehr Gewicht ins vordere Bein. Mehr Gewicht drüber. Als Gegenzug achten wir das hintere. Sehr gut. Und dann langsam von hier beugt beide Knie und zieht das linke Knie hoch. Und die Hände treffen sich über den Kopf. Die Hände kommen zum Herzen und wir ziehen zwei Hüften. Bisschen ruhiger die rechte Hüfte lassen, auch die Schultern ein bisschen ruhiger halten und dann zweimal in die Gegenrichtung. Und dann greifen wir den Fuß, Rikshasana, wir gehen in den Baum. Finde Balance. Beine aktiv ineinander, genauso wie die Handflächen. Ruhe. Mach deinen letzten Atemzug, wo er noch größer wird. Und dann löst ausatmet. Wir gehen in ein Vinyasa. Sonnengruß bis in die Fahrstelle.
bleiben noch. Zwei tiefe Atemzüge. Geht einer und wieder das linke Bein. Ihr macht einen Beinschritt. Bleibt dort. Stützt die Hände in die Hüfte ein. Richtet euch auf. So einen High Lunge. Hebt die Arme an. Atmet sie hoch. Und dann in der Ausatmung schiebt euch ganz weit zurück und die Hände schwingen nach hinten. Der Oberkörper bleibt. Einatmen nur die Arme. Und aus. Leert euren Bauch. Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Letztes Mal. Spürt eure Arme aktiv nach hinten ziehen. Beugt das rechte Bein. Verlagert jetzt schon das Gewicht in das vordere Bein und dann mit Schwung. Löst das Bein und kriegt ab. Genau. Die meisten könnten das hintere Bein eine kleine Spur anheben, dass ein bisschen mehr Ausgleich ist zwischen Oberkörper und Bein. Gut. Spürt in die Position. Einen letzten tiefen Atemzug. Und dann bei euch beide Knie ziehen, das Knie hoch in die Arme. Und faltet die Hände über den Kopf. Bringt sie zum Herzen. Und wir kreisen. Langsam in die Gegenrichtung. Greifen wir zum Fuß. Wir gehen wieder in den Baum. Hier das Bein, beide, also das linke Bein, das steht, und das rechte Bein hier finden die Balance, die Kraft, die Zentrierungslinie. Und das Gewicht ist über der linken Schulter, nicht über der rechten. Ja, genau. Letzte Einatmen, werdet größer. Und dann ausatmen, lösen. Vinyasa. Drei tiefe Atemzüge in der V-Stellung. Schließ die Augen. Bringt eure ganze Wahrnehmung nur auf die linke Körperhälfte. Dann langsam wechselt nur auf die rechte Körperhälfte. Nehmt wahr, wo es euch leichter fällt oder wo ihr mehr zu Hause seid. Und jetzt versucht gleichmäßig eure Wahrnehmung und Energie im Körper zu verteilen. Einatmen, wir heben das rechte Bein an. Und dann ausatmen, Knie zur Nase. Hebt euch aus den Schultern heraus. Und dann findet euren Weg in die Taube. Legen das hintere Bein um, legen den Oberkörper ab. Schaut, ob eure Schultern in einer guten Position sind. Das Gewicht des Kopfes, der Schulter nach unten ziehen kann, die Muskeln nicht dagegen halten. Fünf lange tiefe Atemzüge. Das
dass ihr mit jedem Atemzug ein bisschen tiefer in dieses Asana hineinspürt und hineinsinkt. Wir halten die Stabilität dieser Form, versuchen aber gleichzeitig Leichtigkeit und ein Loslassen hineinzubringen. Zwei Qualitäten, die ein Asana ausmachen. Einen letzten Atemzug. Und dann wandern die Hände langsam zurück und ihr richtet euch hier auf. Wer möchte, kommt auf die Fingerspitzen, gewinnt ein bisschen an Länge, aktiviert die Bandes im Bauch. Und wir gehen dreimal. Einatmen, das Kinn anheben, Brustbeine heben zur Decke hoch. Und dann ausatmen, ganz rund werden, weich werden. Und nach uns. Zweimal. Sehr schön. Dritten Mal findet ihr einen Übergang ins Vinyasa. Ganz langsam und achtsam. Sonst noch gern direkt in die Bauchstelle. Spürt, ob euer Körper sich bewegen will. Dann hebt einatmen das linke Bein an. Knie zur Nase, hebt euch aus den Schultern heraus, öffnet das Knie und legt in den Boden. Findet wieder die bestmögliche Form, dass euer Körper hier loslassen kann. Fünf tiefe Atemzüge. Tiefen Atemzug. Findet dann wieder die Kraft im Unterbauch. Die Hände beginnen zurückzuwandern. Die Wirbelsäule richtet sich wieder auf. Wir schließen das zweite Mal die Augen. Ihr beginnt wieder dreimal in die Bewegung des Öffnens und des Schließens zu gehen. Wer möchte, nimmt die Wahrnehmung auf die Körperrückseite. Spürt die ganze Wirbelsäule diese Bewegung. Dritten Mal bleiben wir sitzen, wir greifen über das gebeugte Bein nach links und kommen in Dandasana, Langsitz. Bleiben erstmal, die Fingerspitzen sind seitlich vom Körper, gewinnt ein bisschen an Höhe. Sucht den Kopf jetzt so gut auszurichten, dass er sich optimal in der Länge der Wirbelsäule einrichtet.
In der nächsten Einatmung heben die Arme an und wir ziehen ausatmen zu den Füßen und greifen über die Füße. Einatmen, Länge, wir öffnen Bauchdecke, ziehen nach innen und dann schließen wir. Der Kopf senkt. Lange tiefe Atemzüge. Die Form des Körpers bleibt und ist ruhig und ihr versucht Wege zu finden über die Atmung, euch hinein zu entspannen. Die nächste Einatmung. Ausatmen, greifen die Seiten und öffnen die Füße hüftbreit. Setzt euch weiter nach vorne und beginnt rein, ganz langsam und dynamisch schließen. Einatmen, dann öffnen und ausatmen, senkt wieder. Noch zweimal. Vielleicht könnt ihr Becken und Schultern in eine Linie. Mula Bandha hält immer und senkt ab. Gut. Letztes Mal. Wir halten einen Atemzug. Wir aktivieren ein bisschen mehr die Beine. Und dann langsam senkt ab. Kreuzen zu Füße. Und greifen sie. Ja, wir probieren jetzt die Ferse schön nah durch die Mula Bandha zu ziehen und dann lösen wir die Arme. Schultern sind entspannt. Einatmen, öffnen. Leere Bauch, zieht die Bauchdecke nach innen und schließt. Und nochmal öffnen. Gut, wir wechseln die Füße. Und noch zweimal. Gut, von hier öffnen wir die Beine, halten hier einen Moment und dann stellt ihr die Füße ab. Verlängert eure Beine in eine Klitsche und bringt die Hände seitlich. Richtet eure Sitzbeine gut auf, Schultern sind über den Becken und wir wandern langsam nach vorne. Theoretisch würden wir die Beine wirklich die Füße heranziehen, sehr aktiv lassen. Ihr könnt gerne jetzt noch am Ende die Beine entspannen, die Beinmuskulatur. Spürt die Beine in den Seiten, alle Stellen, die die Matte berühren. Gebt und Gewicht, auch das durch ein bisschen tiefer. Langsam wieder auf. Wir schließen die Beine. Rollen den Rücken in Lage. Nehmt gerne so wie die Liese die Knie zum Brust, rollt euch ein bisschen aus. Versucht erstmal die Körperrückseite gut in die Matte zu entspannen.
stellen wir die Füße hüftbreit auf. Und bevor wir weitergehen in die Welle, drei tiefe Atemzüge, die Wirbelsäule erden. Verlängert die Atmung ein klein wenig. Das Leeren des Bauches hier. Gut die Bandes. Besonders gut die Bandes. Kopf ist schön schwer, die Schulterblätter. Richtung Matte. Und jetzt schaut es. Die Füße und die Handflächen aktiv in die Matte drücken und beginnt Wirbel für Wirbel aufzurollen. Jeder Einatmen nach oben Richtung Schultern und ausatmen. Zuerst Brustwirbelsäule, Lenden, Kreuz und Steißbein. Das wiederholen wir. Je aktiver ihre Fußsohlen und Hände nutzt, desto freier kann sich die Wirbelsäule bewegen. Und ein letztes Mal. Wir bleiben dann oben. Gut, ihr könnt die Hände hinter den Kopf ziehen. Zwei tiefe Atemzüge. Und dann wieder abrollen. Lasst euch Zeit. Wer jetzt einen Block hat oder zwei Decken, ein paar Bürste, der kann sich die jetzt nehmen. Und wir platzieren die Beine wieder hüftbreit und legen dann den Block oder die Bürste-Decke am unteren Teil des Rückens. Genau, die Lisa macht es sehr hoch, das heißt, ein bisschen tiefer noch. Genau. So, dass ihr eigentlich das Gewicht abgeben könnt. Du kannst es wirklich ein bisschen tiefer. Okay. Gebt erstmal dort das Gewicht ab. Und dann lösen wir das rechte Bein. Das Knie zieht ein bisschen hoch. Und dann zeichnen wir ganz langsam eine kleine Kreise. Genau. Und dann wechselt die Richtung. Wir haben schön die Möglichkeit, dass wir das Gewicht abkönnen, dass wir isoliert in der rechten Hüfte das Bein mobilisieren. Sehr gut. Und dann, wenn ihr nach oben die Außenrotation komplett das rechte Bein ab, über den linken. Das linke Bein halte ich hier zu einer Hüftöffnung. Langsam lösen wir. Und wir gehen langsam zur anderen Seite. In eine Richtung zu kreisen und schau, wie viel Spielraum ist. Wechseln wir. Thank you.
Dann auch hier wieder die Außenrotation finden. Linker Fuß über den rechten Oberschenkel. Ihr könnt hier bewusst gegen das Knie drücken, um euch mehr Öffnung zu schaffen. Ihr könnt aber auch passiv halten. Dann macht noch wer mit. Letzten tiefen Atemzug, dann löst langsam auf, auch langsam den Block oder die Erhöhung entfernen. Ganz bewusst mal abräumen, wieder Kontakt finden. Schaut, wenn ihr nachspüren wollt oder die Knie zur Brust ziehen wollt, alles ist gut. Greifen wir alle zu den Knien und wir gehen in weite Hüftkreise. Das heißt, jede Hand bekommt ein Knie und ihr öffnet die Knie auseinander, bis sie sich dann wieder treffen. Schau, beide die Knie öffnen. Kreisrichtung wechseln. Schließen wir langsam die Knie. Halten sie oben, bringen aber beide Hände auf Schultern. Wir ziehen dann in einen Twist, beide Knie ziehen in eine Richtung, der Kopf in die Gegenrichtung. Und bevor ihr ablegt, wechselt ihr in die andere Richtung. Wir können mal schauen, ob ihr gleichzeitig Knie und Kopf auseinander dreht. Das nächste Mal legen wir auf einer Seite ab. Schaut, dass die Beine schön schwer sind und das Gewicht abgeben können. Bleibt hier auf einer Seite. Einen Atemzug. Ganz langsam zur anderen Seite gehen. Beine ablegen. Gewicht abgeben. Atemzug. Und ein letztes Mal zurück. Knie nochmal zur Brust, wer möchte. Dann könnt ihr in Shavasana abgehen. Spüren, was ihr noch tun wollt. Richtig schön schwer auf der Matte abzunehmen. Aber Angst, Kalt, Angst.
Welle zurückfließen zu lassen. Langsam bewusst wieder zu eurem Körper zu spüren. Tief hineinzuatmen. Bringt die Berührung zur Matte wahr und den Raum, in dem ihr seid. Mit sanften Bewegungen, Kopfbewegungen, Zehenspitzen. Wir werden dann noch einmal rund legen auf einer Seite. Abschluss. Und letztes Mal im Sitzen. Die Augen schließen, die Hände zum Herzen nehmen. Wir beenden mit einem gemeinsamen. Vielen, vielen Dank.